Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 1, Kapitel 1. Wir benötigen Bruder Paul, denn er kann uns etwas über den Ritter erzählen. Bruder Paul. Philipp. Autsch. Oh. Was ist mit deinem Fuß, Bruder Paul? Nur eine Frostbeule. Sie wird heilen, wenn der Frühling kommt. Ach, der Arme. Du solltest ein Feuer haben. Es geht schon. So kalt ist es nicht. Nimm es nicht zu leicht. Viele werden in diesem Winter sterben, weil sie nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf. Remigius sagt, Gott prüft uns, dass nur die Sünder sterben. Nein, die Armen sterben. Und die, die er hier in der Kälte sitzen lässt. Sag nichts zu Remigius, ich bitte dich. Wenn er denkt, ich würde mich beschweren, wird er ungehalten. Wir geben ihm den Stein. Hier, Paul. Oh, ouch. Ein heißer Stein. Ah. Wie gut von dir, Herr Philipp. Danke. Remigius sollte dir ein Feuer erlauben. Oder dich gar nicht erst hier sitzen lassen. Es macht mir nichts aus. Irgendwann wird der Winter schon enden. Philipp, wenn du je Probleme mit Remigius kriegen solltest, gib ihm auf jeden Fall eine Antwort. Schweig ihn nicht an. Anschweigen? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Dann gerät er völlig aus der Fassung. So etwas gehört sich eigentlich nicht für einen Subprior. Geschweige denn für einen Prior. Was sagtest du nochmal über Remigius Schwäche? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Sowas gebührt sich eigentlich nicht für einen Subprior. Hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Einem Ritter? Oh, ja. Er lag am Straßenrand, nur eine Meile von der Priorei entfernt. Er muss vom Pferd gefallen sein. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Wir haben ihn auf dem Friedhof begraben. Hatte er einen Namen? Hat er noch etwas gesagt? Er konnte nicht sprechen. Aber der Blick in seinen Augen, der sagte mir, dass er Angst hat. Ich habe seine Hand gehalten. Ich betete mit ihm, während er starb. Hatte der Ritter irgendwas bei sich? Da war ein Brief. Ich habe ihn Prior James gegeben. Remigius wird ihn wohl mit dem Rest von James' Papieren verbrennen. James hat darauf bestanden, dass alle Bücher und Dokumente nach seinem Tod verbrannt werden sollten. Außer seiner Bibel. Ich habe schon davon gehört. Ich glaube, das wäre sehr unklug. Manchmal frage ich mich, ob dieser Brief an allem schuld war. Ein paar Tage später ist Prior James im Eis eingebrochen. Genau hier. Philipp, vielleicht habe ich einen Fluch über Kingsbridge gebracht. Wie könnte ein Brief Schaden bringen? Das Wort Gottes bringt Heil. Aber was, wenn der Teufel die Feder führt? Was dann? Der Ritter, den Francis erwähnt hat, hatte einen Brief bei sich. Er ist wahrscheinlich im Raum des Priors. Ja, und das ist das Loch im Eis, wo der Dingens reingefallen ist. James, ich bete für dich, wenn du vor Gott stehst, dass er sich deiner erbarmen wird. Bei Gott, James ist hier gestorben. James' Leiche könnte noch hier sein. Gott sei seiner Seele gnädig. Ja, da hinten ist ja auch nichts mehr. Ja, dann gehen wir jetzt zurück zum Kloster.
Aber wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, ich rede erstmal mit Francis darüber. Vielleicht hat der ja eine Idee. Danke für deine Hilfe. Wie könnte ich es dir abschlagen? Du bist mein kleiner Bruder. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Der Brief des Boten ist in der Kammer des Priors. Aber der Subprior will alle Unterlagen von James verbrennen. Was? Das können wir nicht zulassen. Hörst du? Natürlich nicht. Was soll ich jetzt tun? Ja. Yeah. Wir müssen gut auf uns Acht geben. Und was wir uns fragen müssen, ist, kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Lehne die Idee des Sakristans und unterstütze dich. Eine neue Reliquie würde mehr Pilger anziehen. Philipp von Gwynedd, mit dir wollte ich reden. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requiem zu stören? Ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ich bitte um Vergebung. Ich war überwältigt, als ich hörte, dass Prior James gestorben sei. Du solltest es besser wissen. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Du hast von einem neuen Prior gesprochen. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten. Wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Komm, wir fragen nach dem Brief. Ich suche nach einem Dokument, das Prior James ausgehändigt wurde. Was habe ich damit zu tun? Frag Remigius. Wo ist der? Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Das stimmt. Wo ist der Typ denn? Karte. Ich brauche die Karte. So, wir haben hier die Gruft, da war nichts. Haus des Priors, Stelle, Dorf, Lichtung, Zollstation, Brücke, Mühle, Kapitelhaus, da war ich jetzt gerade, Friedhof, Fluss, Küche, Vorplatz, Gästehaus. Ah, wir waren im Gästehaus noch nicht. Gucke mal. Warte mal. Das wird mir nicht helfen, den Brief zu bekommen. Gästehaus, da war ich noch nicht. Stimmt. Oh, jetzt geht er zu den Ställen und irgendwas ist da wohl, weil... Ich kann nichts anderes mehr drücken. Ach, guck mal da. Ja. Da komme ich ja nicht rein. Doch. Oh, guck mal. Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Bruder Remigius, es tut mir leid, dass ich deinen Gottesdienst gestört habe.
Du meinst die Andacht für Prior James? Ich hörte, er sei ins Eis eingebrochen. Schrecklich. Ja, ich habe seinen Rosenkranz am Fluss gefunden. Mhm. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Zeig mir mal den Schlüsseldieb an. Frag nach dem Tod des Priors. Warum ist Prior James wohl nachts auf den Fluss hinausgegangen? Er wurde verfolgt. Verfolgt? Von wem? Vom Leibhaftigen. Aber warum sollte der Teufel Prior James nachstellen? Halte du dich besser da raus. Hast du nicht eine eigene Priorei, um die du dich kümmern musst? Wie garstig, ne? Ich kann hier jetzt auch sonst nichts hören. Frage nach dem Teufel. Glaubst du wirklich, der Teufel hat Prior James umgebracht? Einige der Brüder glauben das. Und ich respektiere ihren Glauben. Vielleicht erfahren wir nie, was wirklich geschah. Belassen wir es dabei. Jetzt lass mich wieder an meine Arbeit gehen. Oh nein, du bist noch nicht fertig. Zeige Bruder Markus den Schlüsseldieb. Zeige Bruder Markus den Schlüsseldieb an. Ach so. Ja, komm, das müssen wir sowieso machen, ja. Bruder Markus hat Cuthberts Schlüssel gestohlen. Bruder Markus. Ich kümmere mich um ihn. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Diebstahl ist etwas, das wir nicht hinnehmen können. Frage nach dem Schlüsseldieb. Was die Schlüssel betrifft, die Bruder Markus gestohlen hat. Ich kümmere mich um ihn. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Okay, dann das, der Brief. Ich würde gern einen Blick in Prior James' Dokumente werfen. Und wozu das, Bruder Philipp? Nun, unsere kleine Zelle hat dem Mutterhaus viel gespendet. Ich möchte sicher gehen, dass alles richtig verbucht wurde. Dann traust du uns nicht, Philipp. Ist es das? Der Zustand dieser Priorei? Der Zustand dieser Priorei ist Sache des Priors von Kingsbridge. Ich möchte trotzdem gern Prior James' Dokumente einsehen. Sie werden verbrannt. Heute Abend. Das habe ich gehört. Es war Prior James' letzter Wunsch. Ich folge seiner Bitte. Ohne die Kontobücher und Verträge ist der neue Prior verloren. Nach der Wahl werde ich der neue Prior sein. Jetzt bist du es aber noch nicht. Derzeit kann nur eine Kapitelversammlung über diese Dinge entscheiden. Natürlich. Bruder Andrew hat bestimmt Verständnis dafür, dass du James' letzten Wunsch nicht erfüllen willst. Lacht leise und geringschätzig. Lass mich doch einfach in diese Dokumente reingucken, danach kannst du sie doch verbrennen. Der Sakristan muss eine Kapitelversammlung organisieren, um die Dokumente zu retten. Gut, dann müssen wir jetzt hier rein, ins Kapitelhaus. Bruder Andrew. Ja, was ist? Die Bücher des Priors dürfen nicht verbrannt werden. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Prior James' Bücher verbrannt werden. Das, Philipp, war Prior James' Wunsch. Die Priorei ist verschuldet. Und ohne die Grund- und Hauptbücher wird sich das nie ändern. Außerdem ist das Wissen in diesen Büchern unersetzlich. Philipp, du triffst in dieser Priorei nicht die Entscheidungen. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinde, sondern Vorbilder für die Herde. Erster Brief des Petrus, Kapitel 5. Du hast recht. Du sollst deine Argumente bei einem Kapitel der Gemeinschaft vortragen
Heute. Danke, Bruder Andrew. Wenn ich hier fertig bin, werde ich allen Mönchen sagen, sie sollen ins Kapitelhaus kommen. Würde es helfen, wenn ich einigen von ihnen Bescheid gebe? Wenn du meinst, bitte. Aber ich bestehe darauf, dass der Chor seine Probe beendet. Die Novizen brauchen schon jetzt viel zu lange. Herr James, um ihn zu retten, müssen alle Brüder der Versammlung beiwohnen. Gut. Ich denke, das kriege ich hin. Ach so, muss ich das machen, ne? Es gibt gleich eine Kapitelversammlung. Oh ja? Wir kommen. Danke, dass du uns Bescheid gesagt hast. So, ich weiß gar nicht, wo die hier überhaupt am Singen sind. Dann gehen wir jetzt in die Küche rein. Es wird kalt. Wann lernen diese Novizen die Tür zu schließen? Es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Du hast Andrew überzeugt? Es geschehen noch Wunder. Wir werden da sein. Du hast unsere Unterstützung. Kann ich ihm jetzt die Schlüssel wiedergeben? Ich habe ja jetzt eigentlich alles geöffnet, oder? Cuthbert, ich glaube, ich habe deine Schlüssel gefunden. Wo hast du sie gefunden? Der Dieb hat sie in der Kathedrale versteckt. Das ist Gotteslästerung. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Das habe ich schon. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Also werde ich sie wahrscheinlich noch brauchen. Es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten, dich und Remigius aufeinandertreffen zu sehen. Bruder Cuthbert. Keine Bange. Wir sind auf deiner Seite. Okay, jetzt Ausgang. Dann der Weg. Ihm müssen wir noch Bescheid sagen. Es wird bald eine Kapitelversammlung geben. Danke, dass du mir Bescheid gibst, Philipp. Denk an meinen Rat wegen Remigius. Ja. Seine Schwäche ist Anschweigen. Ich kann ihn noch mal fragen. Ich frage lieber noch mal nach. Paul, auf ein Wort. Frage um Rat wegen Remigius noch mal. Was sagtest du noch mal über Remigius' Schwäche? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Sowas gebührt sich eigentlich nicht für einen Subprior. Okay. Also wenn wir... Ich muss jetzt gehen, Bruder Paul. Gib auf dich Acht. Es wird kälter, glaube ich. Also wenn wir ihn anschweigen, wird er wütend. Und das ist wohl, ja, scheiße halt, ne? So, wen haben wir denn noch? Wir haben jetzt hier noch die Jungs. Den Totengräber haben wir auch noch. Bruder Arnold, es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Heute? Ich werde kommen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, der war gut. Zeitverschwendung. Was ist denn? Kannst du nicht sehen, dass ich arbeite? Was das Kapitel betrifft,
Sprich mit Bruder Andrew. Er wird sich genauso über deine Anwesenheit freuen wie ich. Jetzt geh. Also ihn kann ich gar nicht dazu bringen, dass er kommt. Gut. Jetzt sind doch eigentlich alle da, oder nicht? Nein, 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 nein. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Fragen wir mal nach. Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht singen. Es ist Adolphus. Da war gar nichts. Glaub mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Nein, ihr irrt euch. Es klang wie eine Peitsche, als Geißler er sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Bruder Philipp, bitte, beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolphus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich hab dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... Der Typ ganz rechts mit der Glatze, der Ältere. Ey, ohne Scheiß, ne? War das die Stimme? Das soll jetzt nicht als Beleidigung oder so klingen oder sonst irgend oder auf jeden Fall. Der hat sich echt angehört wie der Gronkh. Also wie der Let's Player Gronkh. So hat der sich angehört. Das ist ja jetzt mal interessant. Das muss ich echt mal herausfinden, ob der da nicht... Weil der hatte ja schon mal ein paar kleine Rollen in Spielen gesprochen. Mal gucken. Kann ich jetzt nicht hier irgendwo... Bruder Andrew hat eine Versammlung einberufen. In Ordnung. Geh schon mal vor. Wir kommen in ein paar Minuten nach. Das ist der doch. Das ist der. Das ist der. Oder? Die sollen... Ja, jetzt muss ich das... Wann kann ich das... Ich muss erstmal gucken, wann die Zeit zu Ende ist. Noch 7 Minuten, dann google ich das. Dann sage ich euch in der nächsten Folge Bescheid. Okay, gehört er auch dazu? Ich denke nicht, ne? Der Sakristan hat einem Treffen zugestimmt. Noch heute. So kann ich vielleicht an den Brief kommen, nachdem du suchst. Wunderbar, Philipp. Ich werde auch kommen. So, jetzt habe ich ja eigentlich alle zusammen, ne? Oder? Der Chor ist mit dem Singen fertig. Der Kantor sollte jetzt Zeit haben. Bist du bereit für die Kapitelversammlung, Bruder Philipp? Ja. Wenn du sonst noch etwas in Kingsbridge zu erledigen hast, tu es jetzt. Die Versammlung könnte lange dauern. Nö, ich hab nicht. Kapitelversammlung ist wichtiger. Ich habe alles getan, glaube ich. Die Kapitelversammlung ist wichtiger. Ob dieser Kantor echt da so der Gronkh spricht, das ist echt mal jetzt... Der hört sich so an. So ähnlich. Und deshalb dürfen wir Prior James' Wunsch nicht Folge leisten. Die Priorei von Kingsbridge wäre ohne ihre Kontobücher verloren. Ich denke, wir verstehen alle den Grund für deine Besorgnis, Bruder Philipp. Aber bevor wir zu einem Beschluss kommen, wollen wir noch andere Stimmen hören. Ich möchte wissen, warum du die Weisheit von Prior James' Entscheidung in Frage stellst. Ja, die Stimme. Vielleicht hast du ihn nicht so gut gekannt wie wir, Philipp. Ich kann sagen, ich habe ihn gut gekannt. Wir alle hier kannten ihn. Und du? Na, hast du ihn gekannt? Ich habe ihn gut gekannt. Und ich weiß, er würde mir zustimmen. Philipp, du gehst zu weit.
Das werde ich dem Bischof erzählen. Kein einziges Wort. Wirklich, lasst ihn unglaublich. Bitte, Brüder. Hören wir, was er zu sagen hat. Lasst Philipp reden. Himmel. Lasst ihn sprechen, Brüder. Ich war auch uneinsichtig. Aber er hat mich überzeugt. Was bei dir nicht gerade einfach ist. Ilius. Ich habe James viel zu verdanken. Er hat mir die Leitung von St. John in the Forest übertragen. Eine der blühendsten Zellen in ganz Shiring, wenn nicht gar in England. Das war also eine kluge Entscheidung. Aber sein letzter Wunsch war nicht klug? Nun habe ich recht. Worauf wartest du? Antworte mir! Ich schweige mal. Mal gucken, was jetzt ist. Was bezweckst du mit diesem Schweigen? Du verschwendest unsere Zeit. Prior James war ein geplagter Mann. Ja, er hat die Priorei mitten in der Nacht verlassen. Gott wollte Prior James prüfen. Ich sage, der Teufel hat ihn getrieben. Zweifelt ihr etwa daran? Bezweifelst du das, Philipp? Sicher hast du eine Antwort darauf. Ich weiß es, weil Prior James es mir anvertraut hat. Dein Schweigen ist beleidigend. Du bist gekommen, um zu reden, also rede. Vielleicht war es gar nicht der Teufel. Wir haben ihn nie gesehen. Die Novizen sind angehalten, in der Versammlung zu schweigen. Philipp ist ein guter Mann. Er war der Einzige, der gesagt hat, ich sollte ein Feuer haben. Aber hat er den Worten auch Taten folgen lassen? Ja, er hat mir einen heißen Stein gebracht. Das ist unser Philipp. Philipp, du bist sehr still. Vielleicht glaubst du ja, du hättest schon alle hier überzeugt. Aber warum erzählst du uns nicht, warum du wirklich hergekommen bist, um vor uns allen hier zu sprechen? Du bist nicht nur gekommen, um diese Bücher zu retten. Da steckt doch mehr dahinter, nicht wahr? Wir wollen die Wahrheit wissen. Was sind deine wahren Absichten? Lass mich antworten. Hört auf, für ihn zu sprechen. Er hat nicht eine meiner Fragen beantwortet. Seht euch um. Die Priorei ist in einem schlimmen Zustand. Bitte, stimmt dafür, die Unterlagen des Priors vor dem Feuer zu retten. Es ist der einzige Weg, um der Priorei zu helfen. Ich sage, wir brauchen nicht darüber abzustimmen. Überlasst es Remigius. Das ist gegen die Regeln. Wieso? Er wird in ein paar Tagen unser neuer Prior sein. Cuthbert hat abgelehnt, weißt du das nicht mehr? Das weiß ich wohl. Und ich sage, niemand innerhalb der Priorei ist besser zum Prior geeignet als Remigius. Das habe ich doch gesagt. Genau. Danke, Bruder. Stimmt. Ja, ganz genau. Warum wollte Cuthbert denn nicht? Wohl kaum. Das heißt... Es gibt da allerdings jemanden, der nicht aus der Priorei kommt. Einen, der besser geeignet ist. Logischerweise. Ich nominiere Philipp von Gwynedd als neuen Prior von Kingsbridge. Ich wusste es. Nein. Ich wusste es. Das ist der Grund, weshalb du hier bist. Ausgezeichnete Idee. Was ist nein, damit habe ich nicht gerechnet. Großartige Idee. Bruder Philipp, nimmst du die Kandidatur an? Och ja. Wär sonst nichts zu tun. Danke für dein freundliches Angebot. Aber wir möchten dir wirklich nicht zur Last fallen, Bruder Remigius. Oh, aber ich bestehe darauf, euch zu helfen. Nein, das musst du wirklich nicht. Wir unterhalten uns dann später. Danke. Was ist jetzt? Wir haben nicht viel Zeit. Die Abendmesse beginnt bald. Hätte ich die Kandidatur ablehnen sollen? Du konntest nie gut Nein sagen. Und Milius hatte recht. Kingsbridge braucht dich. Was ist mit St. John? Ich werde morgen dorthin reiten. Ich werde ihnen sagen, dass du ein paar Tage in Kingsbridge bleibst.
Dank dir wird man diese Dokumente und Bücher nicht verbrennen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Brief finden. Du glaubst wirklich, dieser Brief könnte einen Krieg verhindern? Wenn die Botschaft sagt, was ich vermute, dann ja. Francis Notizen, Rivalität um den Thron, Teil 2. Untersuchen. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und ich google eben, ob der Gronkh wirklich diesen Kantor da gesprochen hat. Bis später.